Zwischen Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfL. Herzlich willkommen zu VfL Garching TV, heute zum Newsflash. Es gibt Neuigkeiten beim VfL Garching. Daniel, möchtest du uns dazu was sagen? Ja, ich freue mich sehr. Wir haben einen Wintertransfer gemacht und ich freue mich ganz doll über die Neuverpflichtung von Mike Niebauer, der nach 4 Jahren unter Haching zu uns zurückkommt. Ein Kind der VfR-Familie. Mit seinen 2 Brüdern haben wir dann endlich alle Niebauers wieder im Verein und in der ersten Mannschaft. Ich glaube, Novum 3 Brüder in einer Truppe zu haben und damit ja, in der Bayernliga aufzulaufen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Daniel, darf ich fragen, wann das erste Mal das Gespräch stattgefunden hat, wo dieser Wechsel sich angekündigt hat? Ja, wir haben halt schon lange mit Mike über seine Zukunft gesprochen, wie es aussieht, was er vorhat, wie die Perspektiven sind. Wir haben ihm damals dazu geholfen, nach Haching zu gehen. Im Jugendbereich haben den Weg natürlich immer verfolgt, mit ihm immer gesprochen. Und jetzt gab es so im letzten halben Jahr so leichte Andeutungen, na, vielleicht funktioniert das nicht mehr so, wie er sich das vorstellt und auch wie Haching vielleicht sich das vorgestellt hat. Und dementsprechend haben wir überlegt, wie man ihm helfen kann. Und der Mike hat sich für eine Ausbildung entschieden, nicht mehr im Profibereich zu spielen und dann mit der Ausbildung natürlich auch den Schritt wieder zurück zu unserem Verein zu finden. Das heißt, der VfL Garching gibt nicht nur Perspektiven im Fußball, sondern hilft auch beruflich? nicht so ganz. Also wir haben schon ein bisschen auf dem Weg geholfen. Wir haben mit Mike ein Praktikum besorgt bei unserem Physio, bei Thomas Meyer in Unterschleißheim, damit er sich auch dann nochmal das angucken kann, was er gerne machen möchte. Ich habe ihm vor einiger Zeit schon mal auch darin bestärkt, dass das ein guter Weg ist, den er da sich überlegt hat zu gehen. Und es war eher so auf beratender Funktion, weil mehr kann man in dem nicht machen. Physiotherapie ist halt ein Ausbildungsberuf in der Schule und nicht in einem Ausbildungsbetrieb erstmal. Und somit konnte man da gar nichts vermitteln. Ja gut, da haben wir ja doch eigentlich recht viel getan, weil Vermittlung und Beratung ist ja auch schon vieles. Mike, ich grüße dich recht herzlich. Kannst du uns kurz schildern, ich meine, nach 4 Jahren Abstinenz vom VfR jetzt wieder da, wie war es für dich und wann hast du dich dazu entschieden? Ja, also erstmal freue ich mich, dass ich wieder zurück bin, dass es so reibungslos funktioniert hat. Es war sehr schwer für mich, von Haching Abschied zu nehmen. Es war eine tolle Zeit, ich habe viel erlebt. Habe ganz hoch gespielt, Bundesliga. Ich meine, es war eine super Zeit, hat viele Freunde kennengelernt, muss sie jetzt auch wieder verlassen. Aber jetzt freue ich mich wieder, bei meinen alten Freunden zu sein, mit meinen Brüdern zusammenspielen zu dürfen. Das war auch immer irgendwo ein Traum von mir. Mhm. Und den jetzt verwirklichen zu können, das freut mich, ja. Was haben deine Brüder dazu gesagt, als du, schätze ich mal, den als erstes mit deinen Eltern natürlich dieses verkündet hast? Ja, also der Dennis freut sich. Er sagt, lieber ich wie jemand anders. Ja, und der Benny, der ist da eh immer sehr positiv und ja, sind alle gut gestimmt. Und was hast du dir jetzt vorgenommen für die Rückrunde? Ich meine, VfR Garching ist jetzt nicht so, dass du dann natürlich sofort einen Stammplatz hast, sondern da ist ja auch ein harter Konkurrenzkampf. Ja, muss ich erstmal kämpfen. Das ist klar, ja. Ich will mir auf jeden Fall einen Stammplatz erobern, das ist keine Frage. Dass es nicht leicht wird, das ist mir schon klar. Aber ich will einfach mit der Mannschaft dann an der Leistung der Hinrunde anknüpfen und ja, dann schauen, dass wir unter die ersten 5 kommen. Das wäre mein Ziel. Schöne Worte. Platz 5 würden wir uns auch sehr drüber freuen. Eddie, ich grüße dich recht herzlich. Ja. Der Mike hat ja gerade schon gesagt, er will den Konkurrenzkampf annehmen und um einen Stammplatz kämpfen. Wie siehst du es? Ja, der Mike hat sicherlich riesige Qualitäten, sonst hätten wir uns sicherlich nicht um ihn bemüht. Aber es wird nicht einfach. Ne? Ein Florian De Brato, Gigs Ball und natürlich auch sein Bruder, der Dennis, werden nicht freiwillig das
Feld räumen. Also von daher, ja, es wird interessant, auch für uns Trainer zu sehen, was sich da in der Vorbereitung speziell dann tun wird. Aber ich freue mich auf ihn und wie gesagt, er ist auf jeden Fall eine Verstärkung, ganz klar. Das heißt, Daniel, wenn ich es raushöre, seht ihr den Mike im Mittelfeld, nicht so wie er in Haching auch mal in der Verteidigung gespielt hat? Ich glaube, der Mike hat in der Defensive sehr, sehr viele Qualitäten, und aber er ist mit 19 Jahren noch sehr, sehr jung, ist da sicherlich immer noch auf dem Weg zu lernen. Ich glaube, er bringt von Haching die letzten Jahre wahnsinnig viel Potenzial und ja, und auch schon Können mit, aber im Herrenbereich, jetzt hat er gerade mal ein halbes Jahr im Herrenbereich gespielt, vorher A-Jugend-Bundesliga, wo die Qualität auf technisch und taktischem Niveau sehr, sehr hoch ist, aber man sieht ja auch an anderen Jugendspielern, dass sie sich dann schon im Herrenbereich auch ein bisschen schwerer tun. Mhm. Da muss man dazu sagen, der Mike weiß es auch ganz genau, dass es nicht so einfach ist vom Profitum, also er hat 6-7 Mal die Woche trainiert, jetzt auf 3-4 Mal umzuschwenken wieder. Auch da bin ich sehr gespannt drauf, wie er auch da drauf reagieren wird. Und dann, wie er sich in unser Konzept auch einfügt. Ich meine, er kennt es sehr gut, er hat viele Spiele gesehen, schaut natürlich immer vorbei und beobachtet seine Brüder und die Mannschaft dann natürlich auch immer. Ist ja auch eh schon nah an der Mannschaft rein. Das heißt, ich brauche menschlich, brauche mir niemanden einzugliedern. Aber von der Spielweise, wie wir sie an den Tag legen, muss er schon ein bisschen gucken, dass er es schnell verinnerlicht, und seine defensiven Qualitäten stehen außer Frage. Da kommt es halt ein bisschen drauf an, wo drückt uns auch der Schuh hin und wieder mal, egal ob in der Verteidigung, in der Kette oder auf der Sechserposition. Ich glaube, da ist der Mike sehr, sehr flexibel einsetzbar. Und ich denke, dass er in der Rückrunde definitiv auf genug Spiele kommt, sodass er einfach für sich von der Entwicklung her weiterkommt. Wichtig war uns einfach, das ist eine Verpflichtung in die Zukunft. Und wir haben mit Mike seinem Wunsch, sind wir da, weil der Mike hat uns das Zeichen gegeben und nicht wir sind an Mike reingetreten, sondern Mike hat uns das Zeichen gegeben, dass es gerne wieder zurückkommen möchte. Und dementsprechend wollen wir einfach mit ihm als Stütze, mit seinem Bruder und einigen anderen natürlich auf einen guten Weg von der Garchinger Mannschaft in die Zukunft gehen. Jetzt kommt ja bald das Trainingslager, wo ihr ja nach Köln fahrt. Da du es ja gerade angesprochen hast, Daniel, der Mike muss sich ein bisschen umstellen vom Training her. Ich meine, geht ihr da gezielt im Trainingslager auch drauf ein, und wenn, wie? Nein, also der Mike wird sicherlich am Anfang ein bisschen extra Programm fahren müssen, um auch das gewohnte Level für sich auch zu halten. Das heißt, er muss da sicherlich ein bisschen anders trainieren als andere Spieler. Das heißt, wir werden für ihn beziehungsweise auch für einige andere junge Spieler haben wir unsere Fördermaßnahmen, wo der Mike dann sicherlich daran auch teilnimmt, das eine oder andere Mal extra. So dass er auf den Umsatz einfach kommt, den er auch die letzte Zeit gewöhnt war. Bis er sich dann auch komplett auf das darauf umgestellt hat, wieder voll Amateur zu sein und mit drei bis vier Einheiten die Woche auch auszukommen und da auch seine Leistung trotzdem zu steigern und mit dem Potenzial auch die nächsten Jahre gut auskommen zu können. Wie es ja üblich ist, sag ich mal, würde ich jetzt ganz gerne offiziell den Mike beim VfR begrüßen, indem wir das Trikot einfach ihm mal überreichen, was er später dann hat, beziehungsweise Wunderbar. Trägt. Mike, willkommen im Verein. Ja, unsere neue Nummer 6.